Tech-Talk mit Steffi geht weiter. Kann man die überhaupt sehen? Redesignten erst bei Ventile von SKS einbauen. Da gibt es eine App dazu, was man mit seinem, also man kann da mit dem Handy verbinden und ihr könnt während dem Fahren quasi, oder wenn ihr anhaltet, den Luftdruck prüfen oder auf dem Handy halt schauen, wie viel Luftdruck ihr habt. Ich baue die jetzt mal ein und dann gehe ich eine Runde fahren und schau mal, wie gut das funktioniert. Erstmal muss ich mir die Beschreibung angucken. Ich muss erstmal hier die Batterie entfernen. Da brauchen wir erstmal ein Stück Geld. Da geht's schon los. Hat mal jemand ein Stück Geld? So, also hier Plättchen raus, Batterie rein. Los geht's. Und jetzt hau ich die in. Jetzt muss ich mal den Rad raus, Reifen ab. So sehen die Teile aus. Gut, Laufräder sind draußen. Jetzt bauen wir die Teile mal ein. Ja. Oh, pinke Reifenheber. Das ist was Vernünftiges. Ich bin ja auch dafür, dass ihr dabei seid bei meinem Mechaniker-Video. Glaubt mir doch keiner, dass ich alleine in der Werkstatt stehe. Als richtiger Mechaniker trinkt man nämlich Bier. Nee, meine treuen Zuschauer wissen, dass man da trinkt. Aber ein Rotkäppchen trinke ich nicht mittags um eins. Obwohl schon um zwei, oder? Altes Ventil raus. Jetzt bin ich mal gespannt, du. Es gibt hier noch mehr YouTuber im Raum. Ich bin ja keiner. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Was mache ich hier eigentlich? Dieser Ring hier drunter oder drüber ist die Frage. So. Und dann kommt das drauf. Und dann. Gut. Das ist es jetzt, oder? Hier unten habe ich eine kleine Sauerei gemacht, aber das Ventil ist drin. Das Airspray-Sensorgehäuse sollte möglichst in einer Linie mit den Speichen und ohne Lücke zur Felge montiert werden. Fest auf dem Ventil. Hab ich gemacht. Jetzt schütteln sie die Dichtmilch. Und dann ist schon fertig. So, hier ist gar kein Aufsatz drauf. Nun kippen wir das halt einfach so rein, sieht ja nicht keiner. Ja, aber ich kann es nochmal weiterleiten an den Techniker. Das ist übrigens der Geheimtipp. Einfach mit dem Knie hier Reifen festhalten, dann kann man die noch gut aufmontieren. Jetzt machen wir Luft drauf und gucken, ob das funktioniert. Bevor Bernd kommt und meckert, machen wir erstmal den Fußboden sauber. SKS-Pumpe auf La Palma. Ja, natürlich auch auf. Wir haben es drinne und jetzt bauen wir das ein und machen mal mit dem Handy einen Versuch, ob wir hier eine Connection kriegen. Ich habe mir das schon runtergeladen, das SKS My Bike App. Kann man das sehen? Dick. Erst bei. Das Verbinden. Verbinden, Notizen, Seriennummer. Okay, das mache ich jetzt erstmal. Dann melde ich mich wieder. Seriennummer notieren. 28452. Notiert? Gut. Und dann geht's gleich weiter. So, da haben wir ihn. Speichern. Jo, und jetzt haben wir hier die Bar stehen. Vorne 171, hinten 2,03. Natürlich noch viel zu viel, aber das können wir jetzt anpassen. Und dann gehe ich mal eine Runde fahren und gucken, ob das da auch auf dem Trail funktioniert. Aber why not? Geil. Und dann habe ich noch die neue Pumpe dabei. Die Injex-T-Zoom. Die werden wir auch noch mitnehmen und auch probieren, ob die auf dem Trail gut kann. Soll ich die mal auspacken? Dann kein Dreck reinkommen. Leicht ist er auch. Und, das finde ich ja immer geil.
Mal hier so ein. Das ist doch bestimmt so ein Teil zum Rausfahren, oder? Da geht das doch bestimmt. Wahrscheinlich bin ich einfach blöd. Okay, so geht's. Natürlich. Das finde ich jetzt schon geil, dann kann man richtig Druck machen. Gut, die nehme ich mit. Let's go! Let's go! Let's go Ventile testen! 52 Minuten. Jo, also das geht mit dem Gravelbike auf alle Fälle einfacher hier hoch. Aber gleich bin ich oben. Und dann cruisen wir durchs Bachbett zusammen. Das wird cool. Aber ich glaube, Luftdruck muss ich auf alle Fälle nochmal anpassen, bevor es in die Abfahrt geht. Weil da ist jetzt bestimmt zu viel drin. So, bin jetzt am legendären Bachbett angekommen. Aber bevor hier irgendwas losgeht, erstmal ein Snack. Was haben wir denn heute? Brazil Nut Coco. Blueberry Protein. Protein ist immer gut. Zweites Frühstück. Boah, 25 Grad schon. Ach, quasi viel zu viel. Da lasse ich einfach mal was raus. Müsste ja eigentlich dann sofort anzeigen. Ne? Vorne will ich fahren. 1, 2. Ja, perfekt. 1, 1, 6. 1, 1, 8. So machen wir das jetzt. Dann kann ich gleich nachprüfen, wie viel das jetzt war. So. Die Abfahrt muss ich gar nicht alleine machen. Guten Tag. Hallo. Herr Hermann ist auch dabei. Frau Leins. Wobei ich dann quasi ja ein bisschen mehr Angst kriege gleich. Du hast doch trainiert hier. Ich habe trainiert. Trackwalk hast du auch schon gemacht. Ich will die Zeit hier mitten im Bachbett mal nutzen, Luftdruck zu prüfen. Also ich bin jetzt schon ziemlich hart gefahren. 1,14, 1,33. Luftdruck ist immer noch derselbe. Also das Ding funktioniert mega gut. Falls ihr keinen Bock habt, selber irgendwie ständig zu messen, sondern einfach mal schnell aufs Handy gucken, besorgt euch das. Ich finde das mega gut. Ich habe jetzt die Airspice dran. Die bleiben jetzt dran. Ich bin jetzt unten, es war mega geil. Mein Luftdruck hat natürlich gehalten. Ich habe ihn zwischendurch ein paar Mal gecheckt. Die Teile sind mega cool. Kann ich nur sehr empfehlen. Und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Steffis Tech-Tests.